Dann bin ich schlecht gelaunt. Es geht nicht lang. So schlecht, weißt du, aufwachen und einfach finden, das habe ich früher viel gehabt, aber jetzt, nein, wollte ich nicht. Mache ich nicht mit. Hoi, ich bin Ronja Sakata, Gründerin von der Joy Academy und Queen of Joy, so nennen mich meine internationalen Freunde und Freundinnen. Weil mir ist so wichtig, dass ich mein Leben voll auskoste und geniesse. Ich weiss, wie schnell es vorbei sein kann. Man kann aber so viel machen, um die Freude ins Leben reinholen, um sie richtig zu kreieren, und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich tue mich mit Menschen unterhalten und das Gespräch direkt aus dem Leben führen, um herauszufinden, wie sie die Freude in ihren Alltag reinholen. Lass uns eintauchen und schreib mir doch nachher, was du für dich mitgenommen hast. Willkommen, Fatma, zu dieser Episode auf dem Podcast. Ich habe mega Freude, dass du da bist. Wir kennen uns schon, ich weiss nicht genau, etwa über 20 Jahre oder nicht ganz, einfach schon ganz lang. Wer bist du? Was machst du? Was macht dir Freude? Und wie bringst du Freude in dein Leben? So fangen wir an und dann geht es von dort aus weiter. Also gut. Ja, freut mich, dass ich da sein darf. ja, ich bin eben Fatma. Ich bin in erster Linie Mami von einem wunderbaren Töchterli. Und da hast du auch noch recht viel beiträgt dazu, dass sie so gut rausgekommen ist, wie sie rausgekommen ist. Oh! Ich würde auch später mal noch besprechen. Was für Ehre, die super Beratung am Anfang. Hey, gell? Ja, und ja, was ist es noch gewesen? Was ich mache zum... Was auch immer. Wer bist du? Was machst du? Da kann man sagen, was man will. Ja, gell. Ja, und was mache ich? Ja, ich arbeite und wie viele andere auch. Man muss arbeiten und um mein Geld verdienen, damit ich ja eben happy Mami kann sein und mit meinem Kindli kann die lässigen Sachen machen, die man machen will, wie umreisen und ja, unterwegs sein und leben. Leben geniessen, in dem bist ja du mega gut. Was macht dich Freude, wenn du jetzt einfach so fängst, einfach aufzählen und nachher kannst du auch abschweifen, aber du bist sehr gut im eben das Leben geniessen und gestalten. Und nicht einfach so machen, wie alles machen. Nein, ich nicht. Ich mache es so, wie ich will. Ja, so gut es geht. Ich bin leider nicht ganz so mutig, wie ich es gerne hätte, damals. Weil da bin ich schon fasziniert von so Menschen, die dann da irgendwie noch mehr machen. Also, weißt du, so mit Auswandern und einfach dort ein bisschen leben, wo sie gerade Lust haben und so. Oder ja, das sind halt ja, finanzielle Punkte, die manchmal einmal ein bisschen einen Strich durch die Rechnung machen. Aber es gibt eben auch Tätige, die haben das, ich weiss nicht, eben, da frage ich mich manchmal, wie geht das? Aber ich meine, wenn man deine Fotos anschaut, dann findet man auch, wow, jetzt ist sie da, auf diesen Islands und dort. Und so. Also, man muss jetzt nicht so tun, wie wenn du nur an den Zürichsee gängst, ist gell? Ja, aber mehr als 2 Wochen lang damals nicht. Weißt du, wäre schon cool, mal weißt, so ein paar Monate halb Jahr. Mal nur mit ein bisschen verweilen können. Aber ja, du, das kann alles noch kommen. Das ist auf jeden Fall mein Goal. Sehr schön. Die Ziele, die man hat, und dann, während man die grossen Ziele hat, das Leben so geniessen, wie es jetzt im Moment ist. Ja. Erzähl nochmal, ich bin jetzt ganz hartnäckig. Was macht dir Freude? Alles, weißt du? So. Die kleinsten und die grössten Sachen. Also eben sicher mein Kind. Das macht, glaube ich, jeder Mutter Freude. Egal, was sie macht, sie ist einfach das Größte und das Beste und überhaupt, oder? Und sonst so für mich, halt kreativ sein. Was macht mir Freude? Das Wenigste. Ich gehe gerne arbeiten. Also dort, wo ich jetzt bin, ist echt super in diesem Büro. Wir haben es auch gut. Und da habe ich gerade, wann war es? Gestern. Ja, gestern am Morgen wieder so einen Moment gehabt, wo, weißt du, ich fahre ja immer mit dem Velo ins Geschäft und dann nachher sagen, ich gehe jetzt arbeiten. So schön. Also, weißt du, so. Wow!
Obwohl, ja, eben, es ist dank dieser Situation, wo wir jetzt sind, ja, nicht ganz so leise in der Weltgeschichte unterwegs zu sein. Und ja, eben, man ist immer so ein bisschen, oh, dort ist jemand und der hat es auch. Und das ist dann auch ein bisschen belastend. Aber sonst ist es schon recht cool dort. Also wirklich haben wir uns überlegt, ja, ich habe echt noch nie. Nein, stimmt nicht, passt noch nie. schon ganz lang niemand so lang und so gern geschafft. Also das ist wirklich, glaube ich, A und O, wenn du eine Arbeitsstelle hast, wo dir einfach Spass und Freude macht. Und ja, gut auskommst mit diesen Leuten dort. Ja, das ist definitiv. Das geht einfach nicht. Weil, wo ich noch Haare geschnitten habe, dort habe ich ja 11 Jahre an diesem Ort gearbeitet und dort, also ich meine, wegen Geld macht man das dann nicht so lange. Das ist einfach, weil es so cool war, mit diesen Leuten, mit meinen Kunden, mit einfach allem, es war echt leise. Aber ja, irgendwann ist auch Zeit, um weiterzuziehen. Etwas Neues machen. Das ist sicher auch etwas, was dir Freude macht, oder? Etwas Neues, neue Wohnung einrichten oder ich könnte jetzt 20 Sachen aufzählen, die dir Freude machen. Und das dazu gehört, einen feinen Kaffee zubereiten. Ah ja, genau, jetzt ist danke. Du hast verschiedenste Milch in deinem Kühlschrank, weil für das nicht mehr lieber das und für das lieber das. Das schönste WC, was es gibt auf der Welt, wenn man dort weiß, dann kommt man gar nicht mehr rauskommen. Und so weiter. Jetzt musst du also schon noch selber ein bisschen weiterfahren. Ich könnte jetzt eine Stunde lang erzählen, was der Vater mal alles für euch macht. Ja, gut. Eben, siehst du, das kann ich eben nicht so gut über mich selber oder herausfinden, was ich eigentlich gerne mache. Es gibt wirklich vieles, du hast recht. Also eben ja, einrichten. Wohnung einrichten und umtüfteln. Und ja, gut, okay. Ich bin so ein bisschen Tinkerbell. Ich weiss nicht, was bedeutet eigentlich Tinker? Ist das eine Bedeutung oder heisst die einfach Tinkerbell, weil sie Tinkerbell heisst, weil es ein Name ist? Das weiss ich aber gar nicht, ob das von Think kommt. Das ist einfach die schlaue Elfe ist ein Disney-Film, gell? Ja. Ja. Ja, ja. Die Schlaue, die neue Sachen herausfindet. Das finde ich eine sehr gute Bezeichnung für dich. Ja, gell? ja, wo einfach eben, ja, wenn wir aus wenig irgendwie etwas daraus machen können. Oder weißt du, irgendwie, wenn du wenig Platz hast, dann das irgendwie gleich reinbringen, wo du gerne machen willst. Und ja, halt dann dran rumsägeln oder rumbasteln, bis es dann passt. ja, so Handwerkerle, das mache ich wirklich recht gern. Und das kommt leider ein bisschen zu kurz. Aber das macht mir sicher Freude. Dann tue ich gerne Velofahren, Autofahren, macht mir auch mega Freude. Einfach eben so ein bisschen unterwegs sein halt. Aber ja, nicht mit der ÖV. Covid hin oder her. Schon immer so gewesen. Außer Flugi nimmst du noch nicht Private Chat, oder? Das ist der Next Step. Ja, eben, dort kommen wir mit Finanzen ein bisschen weg. Aber ja. wenn es dann den nächsten Step gibt, dann ja, natürlich. Ja, Private Chat. Und Private Musik? Musik ist auch ein grosses Thema, wo glaube doch jeder irgendwie braucht im Leben. Also nein, stimmt nicht. Es gibt schon so Leute, die so ohne Musik. Also genau, es geht jetzt eben um dich, weißt du? Deine Musik. Ist das geheim, deine Musikkarriere? Weil ich sehe den Private Chat schon, weißt du, so mit eurer Band, wenn ihr dort einsteigt und wenn es nicht ein Solo-Act ist oder was auch immer dann ist. Aber das passt zu dir. Ja, als ich noch jung war, haben wir mal gefunden, kann man jetzt eine Girlband. Und Musik ist natürlich schon, also ich denke schon immer wieder mal die Studiozeit und so das Musik machen und um musizieren ist eben schon recht leise. Aber das passiert jetzt sicher nicht mehr. Ah, sicher, das ist abgeschlossen. Ja. Oder wer weiß? Nein, okay. Abgeschlossen. Ich bin ja keine gute Sängerin. Also weißt, das habe ich ja schon immer gewusst. Ich treffe Töne und so, aber ich bin jetzt nicht so ein Ausnahmetalent, wo, also ich meine, da muss man nichts vormachen.
Man kann auch vieles mit dem Computer nachhelfen und das hat auch funktioniert dort. Und, aber einfach, es ist einfach ein schönes Gefühl, oder? Einfach können Musik machen und dann das wahrscheinlich wie andere eben den Garten tun, Gärtner machen und tun und dann hast du dann auch einen schönen Garten. Dann ist das halt am Schluss, hast du ein Musikstück, das du kannst hören. Ja, und der Weg dorthin macht recht viel Spass. Ja, und auch jetzt, wenn ich ein neues Lied höre, dann höre ich natürlich Sachen wahrscheinlich raus, die viele nicht so drauf hören. Oder eben, wie man recht dorthin gekommen ist, dass das dann nachher so tönt. Ja, ein bisschen so, das ist schon noch cool. Ja, und Fashion finde ich natürlich auch ganz etwas Lässiges. Mode und Gestaltung. Ah ja, das ist ja noch mein Ziel in meinem Leben. Eines Tages werde ich Maskenbildnerin. Genau, das hast du nämlich auch schon lange gesagt. Ja. Ja. Ich habe Angst gehabt, dass du auf Amerika abhaust und nicht mehr meine Haare kannst schneiden. Ja, wer weiß, das passiert dann schon mal noch. Genau, und dann hast du gesagt, dann kann ich ja dann einfliegen für meinen Haircut. Ja, genau. Fatma tut mir, wie viel Mal pro Jahr? Etwa zweimal pro Jahr gehe ich meine Haare schneiden. Und sie hat so eine spezielle Ronja-Technik, die einfach verhebt, solange wir es dann lang sind. Und dann komme ich dann wieder. Oh, das ist so cool. Nein, wirklich. Wenn ich denke, wie viel ich früher zum Coiffeur gegangen bin. Aber eben, das ist ja geil. Ja, ich habe mir das überlegt, ist es nach Japan gewesen oder vor Japan? Wir sind auf jeden Fall, ich bin ein bisschen Ashley-Mann für immer dankbar, weil er hat mir gesagt, jetzt gang du zu Fatma, die kann das nämlich. Ich glaube, es ist vor Japan gewesen. Sicher. Siehst du, dann ist ja, es über 20 Jahre. Ich kann mich erinnern, dass du bei mir gewesen bist und dann hast du mir erzählt, dass du auf das Japan gehst und dann bist du irgendwie eine Zeit lang weg gewesen. Ich weiß nicht, wie lange. Das halbes Jahr. Aber das merke ich ja nicht, weil du ja nur, weißt du, alle halbe Jahr zu mir gekommen bist. Dann ist es für mich so, ah was, du bist mal weg gewesen. Ja. Und dann hast du mir ja dann erzählt von deinem Mann und so. Und dann bin ich da voll beeindruckt gewesen, dass, ja, dass ihr in einer WG zusammen wohnt. Das weiss ich auch noch. Genau, genau. Als der Kenny in die Schweiz kam, haben wir noch ein Jahr lang in unserer Buben-WG im gleichen Zimmer gewohnt. Und er hat den Buben-Groove von der Schweiz so kennengelernt, von den coolen Buben. Nachher total entspannt gewesen, mit allem, weil er da in die Schule gegangen ist, beim Jürg und beim Bessi und beim Peter. Das war super gewesen. So schön, ja. Nur habe ich dann, gell, den Herr Versifft, Kiffi, Boy, war dann mein Trauzeuge, den ich natürlich, wenn du mir das gesagt hättest, bevor ich auf Japan gegangen bin, dass er mal wird, der Peter wird mal mein Trauzeuge sein, hätte er gerade eins das. Ich liebe ihn ganz fest, aber Trauzeuge hätte ich jetzt als Titel nicht verteilt, aber. Nicht sehr geil, ja. Die Buben haben es mega gut gehabt zusammen und für das bin ich sehr dankbar. Also, es war super gewesen. Ja, das ist gut, das ist ein gell? Ja. Ja, also dann ist über 20 Jahre her, seit ich nie mehr Haarprobleme habe, sondern bei dir. Und seit Fatma eben nicht mehr Haar schneiden, das ist jetzt auch schon sehr lange her, darf ich amix trotzdem noch zu dir kommen, zweimal pro Jahr. Das ist fantastisch. Ja, gell? Und Mika hat letztes Jahr gesagt, ich glaube, wir müssen jetzt mal zu der Fatma. Sie hat so lange Haare und sie sind trocken und so weiter. Wir tun immer ein bisschen Öl rein, aber... Mika hat gesagt, sie will zu mir kommen. Ja, also nicht der Bella, sie will eigentlich nicht ihre Haare schneiden, aber wenn, dann zu dir, natürlich. Nein, so herzig. Hey, übrigens, Lahela hat heute am Morgen von ihr geredet. Einfach so? Sie hat einen Traum gehabt, ja. Und dann hatte sie eine beste Freundin gehabt. Und so eine gute Freundin, das gäbe es gar nicht. Das war einfach so eine super Freundin gewesen. Und die hat Mika geheißen. Yeah. Und weißt, sie hat eben auch so ausgesehen wie Mika. Aber sie war sie, glaube ich, nicht im Traum. Aber sie hat so ausgesehen und hat auch so geheißen. Ist so was? Ich meine, weißt, wir haben jetzt nicht gerade. Man kann sich so immer ein bisschen erklären, wenn du erst gerade irgendwie ein Fötterli angeschaut hast oder so. Aber wir haben jetzt wirklich schon recht lang out of the blue. Das ist wirklich mega herzig. So cool. Ja. Ja.
Und dann habe ich gesagt, eben, ich habe heute mit dir abgemacht. Das ist ja ein lustiger Zufall. Sehr gut. Es gibt eben keinen Zufall. Also ich glaube, es gibt keinen Zufall. Ja, das stimmt. Das ist auch. Da tue ich immer wieder gerne ein bisschen streiten mit allen, die finden, was? Und das Gefühl, ist alles vorbestimmt. Ja, yeah, nicht ganz, aber so einen groben Plan gibt es und ich habe alle Freiheit, aber Zufall gibt es nicht. Das ist alles on purpose. Alles. Ja. Du, also ich streite nicht mit dir. Das ist super. Schon ein bisschen das Gefühl, dass da irgendwie amigs, weil vor allem, wenn es im Nachhinein so ja voll Sinn macht, ist immer so, das hätte müssen passieren. Weil sonst wäre es ja jetzt nicht so. Also, egal was es war. Was sind so deine, in deinem Leben, weißt du, so die Schicksalspunkte, die du eben findest, so wow, das ist so grandios gewesen. Dass, wir konzentrieren uns natürlich nur auf die grandiosen Sachen. Es gibt auch tragische Schicksalsschläge, aber wir gehen jetzt da auf die Joy, auf Joy-Schicksals-Hints und Fäden, die verknüpft werden, los. Hast du ein Beispiel, das du magst du erzählen? Also, dort, wo ich früher geschafft habe, war es ja sehr anstrengend gewesen, so dann so das letzte halbe, dreiviertel Jahr. Also so richtig, einfach, das will man nicht so schaffen, wenn du jeden Morgen aufstehst und einfach nur findest, oh nein. Und dann nachher hat das dann sein Ende genommen. Eben, es hätte ein bisschen glimpflicher gehen können, aber es hat dann noch so richtig wehtun. Und dann, habe ich gefunden, du, jetzt gehe ich ein bisschen auf Raff, oder? Und jetzt mal einfach ein bisschen chillen. Und habe mich dann irgendwie wieder ein bisschen erholt von dem und damit abgefunden, dass ich jetzt einfach mal ein bisschen nichts mache. Also nicht so mit, ja, beruflich einfach jetzt mal ein bisschen Raff, wie sagt man dem? Kundin bin. ja, Kundin, Klientin. Ja, aber es steht mir ja zu. Ich meine, ich habe noch nie in meinem Leben nicht geschafft. Ich bin irgendwie aus der Schule gekommen und habe immer geschafft. Und ich habe die zweimal, wo ich vielleicht mal einen Jobwechsel hatte und gedacht habe, jetzt muss ich mich beim RAF anmelden, das war schon gar nicht nötig gewesen. Oder einmal habe ich mich angemeldet und habe mich wieder abmelden. Es hat einfach immer gerade geklappt. Ich habe mega Glück gehabt auch. Darum habe ich gefunden, so, jetzt ist es etwa Zeit. Ja, und dann nachher bin ich gerade bei dem RAF-Berater gewesen, und der hat dann gefunden, da hat es doch eine super Stelle und so. Und ich habe eigentlich schon gefunden, nein, ich will gar nicht. Ich will doch jetzt noch ein bisschen, weißt, einfach mal ein bisschen. Ja, und dann nachher, aber eben, weil er ja mir sogar eine Stelle aus dem System schnell führen sucht, dann musste ich ja bewerben und musste ich ja bemühen, was ja richtig ist. Nichts gegen das, das System ist super. Und dann habe ich das gemacht und dann bin ich jetzt eben dort gelandet, wo ich bin. Und ich habe noch nie einen Job so nicht wollen wie der. Ah, wirklich? Trotzdem genommen. Ja, nein, ich habe wirklich, also ich meine, ich habe das nicht gesagt. Eben musste ich ja, aber ich glaube, darum bin ich so entspannt gewesen an diesem Vorstellungsgespräch. Und einfach so ein bisschen, ja. Und das hat denen wahrscheinlich gerade gepasst. Gut, die haben wahrscheinlich auch desperately jemanden gebraucht. Und ich weiß nicht, ob es noch andere Kandidaten gegeben hat. Also, ich glaube, es hat eh niemand anders gegeben. Und darum, eben ja. Und dann ist es einfach jede Woche, wo ich dort gearbeitet habe, dann irgendwie immer besser geworden. Weißt du, so irgendwie so, was? Ach, das ist jetzt auch noch gut. Und oh nein, weißt du, jetzt gefällt es mir noch. Ja. Und das war 2017 gewesen. Und jetzt bin ich eben immer noch dort. Und es ist immer noch super, weil ich schon von Anfang an gefunden habe, eben, ich bin wirklich gerne dort. Und ich hätte auch nie in meinem Leben gedacht, dass ich mal so in einem langweiligen Beamtenbüro happy könnte sein. Aber es ist wirklich einfach super. Und der Job ist gleich noch so ein bisschen, ich kann gleich irgendwie ein bisschen kreativ sein. Jetzt nicht mit irgendwie Malen oder so, aber einfach, ja. Mit Ideen haben oder Events machen wir ja auch ein bisschen und dort kann ich auch gut mitwirken und ja, darum ist das echt so ein Wendepunkt gewesen, wo einfach im Nachhinein so, hey, zum guten Glück ist das dort so zu Ende gegangen, damit ich jetzt kann da sein.
Ja. Mega cool. Und die Wertschätzung so rückblickend, die tut auch sowieso gut, oder? So findest du, wow, mega gut. Oder allgemein, wenn man kann sagen, hey, da, wo ich arbeite, das, wo ich arbeite, macht mir Spass. Und ich habe eine ganz grosse Dankbarkeit, weil ich meine, das, was jetzt abgeht in dieser Welt, es hat so viele Menschen, die jetzt einfach sehr, sehr schwierige Zeit haben, beruflich bedingt und finanziell. Und ich kann wirklich Danke sagen, dass die mich dort rausgestellt haben, weil es war Event-Business gewesen. Und dann, ja, und jetzt bin ich da, kann ich meine sichere Arbeitsstelle wie beim Kanton. Also gibt es einfach nicht, oder? Und das ist wirklich schön. Darum, ja. Super. Das wäre ein Beispiel. Ja, und wenn du eben kannst, also wenn du einen schrecklichen Job hast, dann tut dich das in allen Lebensbereichen einfach so fest bremsen, beeinflussen, aber einfach, es ist zerstörerischer als ein Job, der dir wirklich, wirklich nicht gut tut, geht nichts. Also mal eine Beziehung kannst du auch noch haben, wo dich fertig macht. Aber gleich, beim Arbeiten bist du länger zeitlich in der Woche. Ja. Und darum, das erste Ding, also, du musst etwas schaffen, was dir halbwegs wenigstens Spass macht. Alles andere ist einfach Tortur. Und umgekehrt, wie du sagst, hey, wenn du am Morgen findest, ich kann es schaffen, wie gut ist denn das? Gell? Ist das ja. Mhm. Ja, nein, das ist echt das Beste. Das ist super. Ja. Hey, es blendet mega. Ja, ich bin ein bisschen eifersüchtig. Ich habe irgendwie da am Burgheckplatz oben noch nicht so viel Sonne. Oder wenigstens in meinem Büro-Ecke ist da jetzt also noch nicht. Nein, es sieht aus wie ein Gemälde oder so ein Visual, weißt du, so. Wo so die Flächen durchändern. Du hast da ein Lichtgei, der dir die ganze Zeit andere Effekte auf sich zaubert. Ah, ja, natürlich. Ja. Das ist alles, weißt du, ein riesiges Setup da, oder? Lamb Setup, genau so sieht es aus. So gut. Und du hast noch so ein bisschen Pink Shade, das ist passend zu meiner Wand da, gell? Oh, woher kommt das? Also eigentlich ist es gar nicht pink, aber es sieht da innen pink. Ja, es sieht jetzt mega pink. Ja. Witzig. Und wenn jetzt du deine kleinen Tricklis und die grossen Tricklis, eben, du gehst einfach reisen mit deinem Mädchen und also von wegen mutig bist du 100-mal mutiger als ganz, ganz viele. Außer einmal auf Japan fliegen, allein mit dem Mika, habe ich also noch nie hätte ich das gewagt, weißt du, irgendwie da irgendwo hin, einfach nur mit ihr. Aber man muss ja nicht vergleichen. Aber deine Tricklis vom Alltag, zum es einfach lässig haben. Du hast das am Anfang gesagt, lässig haben. Oder wo dich glücklich machen. Oder wo dir Freude machen. Kannst du mal so ein bisschen anfangen, auf die Suche gehen. Und dann findest du den einen und nachher findest du den nächsten. Weil du hast Tausende, das ist definitiv klar. Einfach so, jetzt muss ich gerade ein bisschen das machen, dass es lässiger ist oder lustiger. Oder Weg? Ja, ich muss überlegen, was muss ich denn da machen? Das ist irgendwie, also was mich glücklich macht, wie ganz viele Frauen, ist Shoppen. Aber, also natürlich das normale Shoppen ist super, weißt du, so ein bisschen Kleider und da in diesen Läden. Aber was ich wirklich gerne mache, ist, wie sagt man dem eigentlich, Grocery Shopping auf Deutsch, damit es gerade klar ist. Einkaufen. Woche Einkauf ist so das Bünzli, das da, also Bünzli, Entschuldigung, alle, die das so machen, ich habe das noch nie geschafft. Samstagmorgen geht man den Woche Einkauf machen und hat dann alles im Haus. Nein. Das schaffe ich leider nicht. Immerhin habe ich jetzt ein Bio-Gemüse-Kistli, das jede Woche vor mein Fenster gezaubert wird in der Küche. Das hilft schon mal sehr viel. Das ist mega cool. Aber Grocery Shopping ist so. Ja, das kann man nicht gut übersetzen. Ja, das mache ich mega gerne und mache ich sicher nicht nur einmal in der Woche. Also ich gehe lieber am liebsten täglich. Einfach, dass du gerade frisch das hast, was du willst. Und dann einfach so in diesen Läden ein bisschen rum. Also wenn ich eben so Zeit habe und eben die Lahela versorgt ist und ich eben genau darum sie versorgen lasse, hey, ich muss heute Abend posten und dann so
Migros-Limo gegeben zum Beispiel. Also, das ist eigentlich gefährlich für mich. Ich bin stundenlang dort drin. Was tust du denn Kremschen und schauen? Weil du bist eben auch noch ein bisschen eine Trendsetterin und Sachen ausprobieren, gell? Ja, eben, ich habe also wirklich so den Scannerblick und muss jedes Gestell genau durchschauen und da ist etwas Neues. Und dann muss ich es natürlich gerade ausprobieren, also wenn es etwas ist, wo mir zusagt. Sei es jetzt Esswaren oder egal was, oder jetzt in den anderen, wie gesagt, in der Säufenwarenabteilung oder in der Handwerkerabteilung, egal. Es ist einfach, ja, und dann muss ich eben immer aufpassen. Es ist eben darum noch gut, wenn ich nur mit dem Melodie bin, dann kann ich nicht zu viel posten, weil ja, muss einfach ins Körbchen reinpassen. Und wenn ich amigs ein Mägelchen nehme, dann ist es amigs wirklich abenteuerlich, wenn ich dann da irgendwie selber staune, wenn ich das Zeug schaffen, aufs Velo zu packen. Und dann, weißt du, irgendwie notgedrungen tust du noch den Rest in den Rucksack rein, den du dabei hast. Und dann hast du ja vielleicht noch mal eine Einkaufstasche neu mit, weißt du, die du so kannst zum Mitnehmen. So, oh, da muss ich auch noch etwas. Und dann kommt mir vor, wie so die, wo ist das Ding? Hier sieht man, dass es so die bepackten Velos, wo noch die ganze Familie und irgendwo noch das Kind hinten raus schaut und so. Und du wohnst ja in der Fläche unter Zürich und musst nicht noch den Berg drauf sausen, sondern kannst dann so heimgundeln. Ich habe ein Elektro-Velo, muss ich auch sagen. Genau. Wenn es den Berg drauf geht, wo ich ja muss zum Arbeiten, dann hilft das, weil so verschwitzt irgendwo ankommen. Nein, mache ich nicht. Das habe ich am Anfang gemacht. Und durch das, dass es Duschen hat im Geschäft, konnte ich dann auch mit duschen nachher. Das war auch so etwas, wo ich irgendwie so sage, nein, ah, der Job. Ich muss nochmal zurück zum Job. Das ist doof. Das ist so, das ist dort am Hügel oben und jetzt muss ich mit dem Velo dort rauffahren. Oh nein, das mache ich nicht lang. Und dann hat mir irgendjemand gesagt, ja, aber weißt du, wir haben da unten eine Dusche und so, könntest du da duschen gerade? Und ich so, oh ja. Und dann habe ich das ausprobiert und das war ja so super gewesen, dass ich am Morgen so ein bisschen wie mein Workout gemacht habe. Gerade unten rein bin. Und ich hatte so mein Kästchen dann irgendwie mit der Zeit gehabt, mit all meinen Sachen. Und habe dort, also so erfrischt, kann man glaub, nirgendwo ins Büro reinlaufen. Und gerade noch so ein bisschen ja, gespürtelt hast. Ja, aber ich habe dann eben glücklicherweise irgendwie ein halbes Jahr später ein Elektro-Velo geschenkt bekommen. Und das ist schon noch gut, weil zeitlich nimmt es einfach recht viel Zeit in Anspruch. Also die Viertelstunde, die ich länger gebraucht habe, die ist halt auf die Woche gesehen dann eben wertvoll, oder? Ja, und vor allem musst du ja daheim zuerst das Kind fortspedieren und kannst ja nicht einfach umso früher gehen, dass du nachher dann die Dusche dort hast und nicht daheim. Eben nicht, ja. Genau. Also fragt mal gerne bösteln. Wenn ihr irgendeine Frage habt zu irgendeinem Produkt, du kennst es ganz sicher. Also das ist wirklich so. Ich habe immer gesagt, du solltest einen Blog machen, wo du all dein Wissen und all deine Ausprobierungssachen tust, präsentieren. Hast du bis jetzt noch nicht gehört auf mich. Aber wer weiß, wer weiß. Ich weiß, und du bist nicht die Einzige, die das sagt. Ich weiß. Ich habe einfach ein bisschen Mühe, um mich so zu exponieren. Ja. Das ist jetzt der Startschuss, ja. Der Podcast in Startum. Du bist jetzt dann berühmt und, und alle reisen sich um dich und um deine Expertise. Ja, wer weiß. Ja. Meine Expertise, ja. Ich muss gerade überlegen, was habe ich denn eigentlich letzte gefunden, wo ich wieder so toll gefunden habe. Ich weiß gar nicht. Gibt vieles. Aber dann, wenn ich es jetzt muss wissen, kommt mir nichts in den Sinn. Zum Beispiel die Bürste, die ich dich schon lange frage, die dann nicht reissen, die, weißt du, wo kann man die kaufen? Die so doppelt ist, die müsste ich eben auch mal ausprobieren. Ja, ja, gell. Also die kann man bei mir kaufen. Nein. Wo geht's? Siehst du? Hallo, hallo! Ich habe noch 2-3 Exemplare. Und nein, sonst muss man, also habe ich sie einfach online bestellt. Bei EZ heisst das, glaube ich, EZ geschrieben. Und
Ich muss sie schnell holen. Wir reden von dem. Tada! Ein bisschen Homeshopping. Das ist das Ding, gell? Und eben, das kann so. Ja, es gibt dann noch so ein Teil, wo es dann auch fest wäre, falls einem das nervt, dass sich das bewegt, dann ist es dann einfach auch stiff. Ja, und die heisst, ah ja, Ease Detangler. EZ Detangler, falls man es lesen kann. Ja, kann man. Trotzdem Light Effect Guy hinten da. Ja, ja. Ja, genau. Ja, das ist so ein Teil, wo ich auch irgendwie mal, aber auch im Internet, ich bin ja nicht die, die es erfunden hat und so, aber auch mal entdeckt habe und habe gefunden, oh, das muss ich ausprobieren und es funktioniert also wirklich sehr cool. Ja, zum Haar entweder, also vor allem so, wenn du nass die Haare strählst, so im trockenen Zustand, je nach. Also ich muss jetzt meine Haare nicht strählen, wie sonst sieht das. Bei dir geht es vielleicht noch gut. Ja, ich habe einfach gar keine Mühe mit, ich bin auch Bürste und so, da bin ich ganz, ganz unheikel und bin auch nicht, weißt, so heikel mit Zipeln und so. Aber ja. Die Krächen, die wir amigs haben, wegen den langen Haaren, finde ich ein bisschen anstrengend. Darum habe ich in letzter Zeit sehr viel an die Bürste und an euch gedacht. Darum hat vielleicht Lahela das gespürt, weißt, mit dem Traum und so. Ah, oh, das ist es. Siehst du? Schon wieso? So gut. Ja. Weißt du, so aus dem Fenster raus schauen und dein Königinnenreich zu sehen, weißt du? So. Oh ja, gut, das ist schon schön, gell? Nur schon, wenn du jetzt da aus dem Fenster raus schaust, das Räumchen kenne ich eben auch. Ich tue ein bisschen einbilden, dass ich das alles so gut kenne, gell? You know me! I know you! Ja, ja. Also das ist wirklich auch so. Ja, da sind sie, glaube ich, auf mir. Oder haben einen guten Stern, der da irgendwie über mich, mich segnet. Oder ich weiß halt auch nicht. Mit Wohnungen habe ich noch nie wirklich ein Problem gehabt. Also, wenn ich eine gebraucht habe, ist sie dann. Kommen, wenn sie hätte kommen müssen, obwohl ich mich so völlig, oh nein, oh, ich brauche eine Wohnung. Und dann ist es einfach super. Das ist jetzt sogar eine Zusatzwohnung, das ist eben nicht die Wohnung, das ist eben nochmal ein Wohnzimmer extern, gell? Das, ja, genau, stimmt, das ist mein Atelier und ja, das ist eben auch super, dass man so etwas kann haben kann, wo man so ein bisschen sein Büro kann raus tun und also das private Büro natürlich oder eben kreativ sein und bin ich aber leider eben noch nicht so fest, wie ich es gerne hätte. Ich hätte ja gerne eine Nähmaschine, ich hätte gerne irgendwie mehr Zeit. So gerne ich auch arbeiten, wo ich arbeite. Aber es würde auch lange irgendwie nur 20% und der Rest für mich. Aber ja, da geht halt jetzt nichts. Oder noch nicht. Nun. Ja, genau. Das kommt alles. Du sagst es. Ja, und hey, Kopf. Was machst du, wenn es dir nicht gut geht? Wenn du findest, alles blöd und noch blöder als blöd. Wie tust du dich selber wieder... ich weiß gar nicht, ob ich dich jemals schon richtig traurig oder down gesehen habe, weil du bist grundsätzlich... Hast du die gute Laune, aber... Das haben wir alle mal nicht. Und dann ist es mega cool, wenn man eben... Oder hat dir auch schon jemand gesagt, du bist immer so gut drauf. Was ist eigentlich los mit dir? Ja. Ja, oh ja, das hat mir mal einer gesagt, wo, so im Jugendtreff. Also da war ich noch ganz jung gewesen. Da hat mir das ein Leiter mal gesagt, also, du lachst immer. Das ist nicht gut. So. Was? Ja, weißt du, manchmal ist es gut, wenn man ein bisschen ernst ist. Und dort bin ich überhaupt nicht rausgekommen. Ich fand, hä, was? Im Nachhinein, glaube ich, weiss ich schon, was er auch gemeint hat, ein bisschen, oder? Dass man vielleicht manchmal auch ein bisschen tough überkommen. Ich weiss es nicht. Es interessiert uns nicht, was er dir gesagt hat. Aber wenn du jetzt mal schlechte Laune hast oder nicht gut drauf bist, was hast du aktive Tricks, um dich wieder aufzubauen? Ich trinke ein Glas Wein. Ja, super eins. Nein, heisst im Fall gar nicht. Was mache ich dann? Ja, es ist eben, glaube ich, eh recht schwierig. Ich bin so
dann bin ich schlecht gelaunt. Es geht nicht lang. So schlecht, weißt du, aufwachen und einfach finden, das habe ich früher viel gehabt, aber jetzt, nein, wollte ich nicht. Mache ich nicht mit. Doch, gut, das ist eben eine Entscheidung, aber das ist so ein bisschen ja. Und für die einen ist es so ein bisschen, oh mein Gott, du nervst, du bist immer gut drauf. Und ja, ich mache im Fall auch recht viel für das. Also ich schaue mir gut, mache, was ich will. Ich klar, habe ich Moment, wo ich traurig bin, aber das müssen die anderen nicht sehen. Oder muss, das zeige ich auch nicht, weil was bringt das? Also das ist einfach so ein bisschen mein Ding. Und handkehrum merke ich auch, wie viele Leute halt das eben genau rauslösen. Mir geht es schlecht, allen muss es schlecht gehen, aber hey, das funktioniert für mich nicht. auch wenn es mir nicht so gut geht, dann spread love and happiness trotzdem. Aber wenn du spread love and happiness machst, außen dran, innen dran, wie tust du dir gut schauen? Du tust ja nicht einfach nur darüber hinweg schauen, so. Du machst es ja von innen raus. Aber sonst lernst du da einfach. Deine Tricks sind so automatisch, dass du gar nicht genau checkst, was du machst. Ja. Du sagst einfach, ich mache nicht mit. Also, ich soll nicht sagen, dass du es nicht checkst. aber es ist eben eigentlich eine Kunst und das, was man halt gut kann, kann man dann manchmal gar nicht so richtig erklären. Ja, du sagst es. Ich habe kein Patentrezept, wo ich jetzt da könnte sagen, ja, so mache ich es und das funktioniert. Es ist einfach irgendwie, ja, das kann das, ich weiß es im Fall echt nicht, ich kann das nicht erklären. Ich brauche vielleicht noch mehr Zeit, um mir das noch überlegen und vielleicht nächstes Mal habe ich es dann, um das in Wort zu fassen. Aber jetzt so, hey, ich weiß es im Fall echt auch nicht. Es ist wirklich einfach meine Einstellung und vor allem einfach immer wieder, hey, es gibt doch so viel Schlimmeres auf diesem Planet. Das tut mich amigs lupfen, um irgendwie zu finden, hey, ist doch alles gut. Das ist so eins, was ich jetzt gerade so weiss. Wenn es mir schlecht geht, denke ich immer daran, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist, wenn man sich genau überlegt, was es alles gibt und gegeben hat. Ja, also ich meine, wir sind so unendlich privilegiert in der Schweiz. Ja, das ist eben schon so. Weil meine Situation, ich weiß nicht, in welchem anderen Land ich so könnte leben. Und da kommen wir zu dem Thema, I'm a single mom. Und ja, ich weiß nicht, zum alleine ein Kind grossziehen und das irgendwie in einem Teilzeitjob und gleich können das machen, was ich mache. Das kannst du nirgends. Also wirklich, und das ist ganz schön, dass da die Schweiz eben gleich ein Auffangsystem hat, dass wir Menschen da eigentlich können unser Leben gut leben. Ja, aber ich meine, Auffangsystem, ja, das ist so. Auch wenn du wirklich Sozialhilfe brauchst oder so. Dann ist das Netz da, aber das Netz brauchst du nicht. Du machst einfach aus dem, was du alles für Sachen drauf hast, machst du mega, mega viel. Also eben, du hast dir dein Leben einfach so eingerichtet, dass es dir bastelt. Das stimmt, aber mal, ich brauche das Netz ja auch. Ja, das stimmt. Das stimmt, aber ich brauche das Netz schon, weil zum Beispiel Alimentenbevorschussung. Oh, jetzt ist das Internet wieder schlecht. Nein, ich höre dich. Alles gut. Du siehst mich. Ah, gut, okay. Alles gut. Ja, eben, weil eben der Vater von meinem Kind interessiert es ja nicht. Und die Alimente komme ich ja von ihm nicht über. Aber dann gibt es eben die Auffang, das System, wo halt von der Schweiz so organisiert ist, dass jeder Bürger kann gut Bürgerin aufwachsen und das Leben leben. Also, und vor allem rede ich jetzt da von der Lahela, dass sie das Geld ist ja für sie, nicht für mich. Und das ist wichtig, weil sonst würde es schon ein bisschen knapp werden. Oder ich müsste halt dann anders arbeiten und könnte noch weniger da sein zum, mit ihrer Zeit. Also dann wäre sie einfach komplett fremdbetreut, oder? Obwohl fremdbetreut ist immer schwierig. Ja, es ist ja nicht fremd, sondern es ist...
du liest ja die Orte aus, wo sie angeht und die sind, ich meine, nur schon in der Krippenzeit, dort kann man noch ganz aktiv auswählen und nachher in der Schule bist ja du auch jemand, der sehr Wert darauf legt, dass es deinem Kind wohl ist und ja. Das ist ja nicht fremd, sondern einfach nicht du, aber weißt du, wenn denkst du... Ja. Wenn nicht ich, dann ist es fremd. Ja, aber eben, das finde ich schwierig. Wenn früher haben die reichen Families eine Amme und irgendwie Kindermädchen und die Mutter ist irgendwo irgendwann einmal vielleicht mal auftaucht. Also weißt du, so im Mittelalter und also das Theater, dass nur die Mutter so wichtig ist und sonst ist alles fremd, das finde ich auch ein bisschen schwierig. Aber ich weiss ja, dass du das auch nicht so siehst. Ja. Aber du bist sicher... Ich glaube, du bist mit mehr Herz und Seele Mama als ich. Auch wenn ich nicht sage, weißt, ich find das nicht lässig oder so, überhaupt nicht. Aber ich bin unendlich froh, meine eigene Zeit zu haben. Und wir haben es mega gut zusammen, wenn wir uns sehen, aber bitte nicht die ganze Zeit. Und du bist da viel, viel... Ja, irgendwie... Deine Mama-Begeisterung ist viel grösser als meine. Aber wir sind beide super Mamas, weißt du? Ist ja nicht ja, so. Ja, eben! Ja, nein, aber weißt du, was ich meine? Ich brauche, wenn ich am Morgen finde, tschüss! Und am Abend sehen wir uns wieder, das finde ich super. Und andere finden, oh ja. Nein, ich bin so viel Zeit weg von meinem Kind, finde, oh nein, für mich ist das gar gut so. Ja, gut, ja. Ja. Ja, Mann, nein, ich finde es natürlich schon auch gut. Also zu viel zusammen sein ist schon anstrengend, habe ich ja eben in diesem Lockdown auch merken. Also es ist kein Zuckerschlecken, 24 Stunden lang mit dem Kind zusammen sein. Dann kann es schon anstrengend werden. Aber es geht überlegen. Ja, nein, ich kann natürlich schon schnell einmal so ein bisschen reissen. Oder weißt du, einfach so ein bisschen, mal, das geht schon gut, wenn wir irgendwie viel zusammen sein können. Oder ich freue mich auch immer, um wieder heimzukommen und so. Ist halt einfach, ja, wir funktionieren recht gut zusammen. Ja, das ist so cool. Das ist so ja. Läss. Das ist wirklich, ja. Aber sie ist auch ungern weg von mir. Das finde ich auch mich gesessen, wenn ich sage, nein, jetzt bin ich den ganzen Tag weg. Und komme heim und sie kommt heim und findet irgendwie, Mami, darf ich zu der Celeste oder darf ich zu der sowieso heim? Und ich so, hä? Und ich? Bin ich da? Ja, ich bin doch jetzt. Einfach ja. Ja, sie werden gross, gell? Alles gut, gell? Das stimmt. Aber es ist schon gut so. Alles gut. Hey, ja. Wenn jetzt die ganze Welt zuhört und findet, man hört dir jetzt eben zu, Fatma, was hast du? Weißt du, du hast ein Megafon und du kannst jetzt einfach sagen, was mal muss gesagt werden. Oh mein Gott. Einfach deine Message an die ganze Menschheit. Ohne Lampenfieber, ohne Bühne, Stage Fright, oder wie heisst das auf Englisch? Einfach frisch von der Leber weg. Ja. Ich meine, ich sage auch schon auch, wenn ich Königin von der Welt wäre, dann würde ich das machen. Oder so. Also erzähl mal. Ja. Aber weißt du, eben, ich kann ja dann gleich nicht. Zum Beispiel. Das Problem mit diesen Flüchtlingen, wo ist das gewesen? In Griechenland oder in Malta, weißt du, wo einfach. Und dann ist so, und das hat mich mega genervt. Ich so, hey, das kann doch nicht sein, dass die Menschen jetzt einfach dort sind und es ist einfach egal. Oder eben, man schickt sie wieder zurück. Ich meine, hey, wer nimmt so eine Reise auf sich? Nur einfach zum Plausch und ah, ja, wir werden jetzt da ins Griechenland hängen. Und eben, da habe ich eben gefunden, dass wenn ich Königin von der Welt wäre, dann würde ich einfach irgendwie mal, weißt du, dort so eine Station halt machen, wo gerade irgendwie organisiert ist, dass es wie Bus gibt, wo die meisten haben vielleicht schon ein Ziel. Weißt du, und sind irgendwo, hey, eigentlich, wenn es gar nicht das Ziel ist, dann Kanada. Oder weiss ich auch nicht, wie es Verwandte noch jemand haben, dass man die einfach mal irgendwie dort hin kann bringen. Und dann gibt es die, kein Ziel haben und mit denen muss man auch noch etwas machen. Aber eben, weißt du, dann ist schon so, oh, ich wäre gerade doch nicht so eine gute Königin. Ich müsste mich, glaube ich, noch ein bisschen genauer mit dem befassen.
Ja, eben, also Politikerin, das wäre vielleicht doch nicht so mein Ding. Ja, will ich auch nicht. Also, und ja, zu viel Verantwortung habe, habe ich gar nicht gerne im Fall. Das ist auch so etwas, was ich immer so spannend finde, wie Leute so nach dem streben, dass sie jetzt irgendwie eine Führungsposition sein können und dann so eigentlich doch gar keine Ahnung davon haben. Es kommt doch einfach darauf an, wie man es macht. Ich fände, du wärst sehr, sehr eine gute Königin. Und wenn man aus dem Herz heraus entscheidet, dann ist schon so viel mehr dienend als all das, wo ist ja immer, wenn Gier und Profit und alles im Hintergrund ist, wo eben nicht von Herzen kommt, dann entstehen die Ungleichgewichte und die Schrecklichkeit auf der Welt. Ja, aber ich ja, kann, das stimmt. Ein Video, das muss ich führen suchen, von einem CEO, der ist dann verabschiedet worden oder so. Mit deinen 500 Mitarbeiter vor Ort und dann noch verschiedene Outlets in anderen Ländern. Und dann, oder er hat Geburtstag gehabt. Ich muss das führen suchen, ich muss das in den Blogpost rein tun. Oh, und dann haben sie so eine Show gemacht. Er kommt so Trolltreppen drauf und nachher geht es los mit dem «He's the One». Mit dem Song, den sie dann umgeschrieben haben. Und einfach so, es hat Tänzer und Tänzerinnen und ach, es ist so ein Feuerwerk und er ist so herzig und bescheiden und am Schluss geht er in sein Office-Eckli, er hat nicht einmal ein Corner-Office, weißt du, nicht ein fettes Büro, das er zumachen kann, sondern ja. Er ist auch im Grossraumbüro einfach am Ende. Das ist schön. Und sagt dann so durchs Mikrofon, hey, danke so viel mal für alles and let's get to work now. Weißt du, so, oh, gefunden, ich habe so einen Online-Kurs gemacht von wegen Firmengründung und so weiter. Und dann hat sie gesagt, überleg dir, was willst denn du haben? Weißt du, willst du 100 Leute unter dir haben? Oh nein. Willst du mit 4 Leuten arbeiten? Oh ja. Oder willst du allein arbeiten? Überleg dir das doch, was du willst, dass du dann das kannst kreieren. Und als ich das Video gesehen habe, weiss ich noch, sagen, wow, wenn du so kannst Leute führen kannst, dass sie dich so lieben und du so bescheiden bist und so herzlich, dann ist es cool. Aber auch wenn ich das nicht erzähle, weißt du? Für mich persönlich. Aber einfach, man kann es so machen oder man kann es so machen. Halt überall und immer. Ja, ja, genau, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ja, eben, das ist schon so. Ich weiß auch nicht. Aber wenn du Königin von der Welt wärst, dann würdest du alle Flüchtlingsprobleme mal lösen. Und was sagst du noch allen Menschen? Ja, was sage ich noch allen Menschen? Hey, das ist unschwierig. Ich weiß es nicht. Du meinst es nicht. Also sag es mir, ich muss es den allen Menschen sagen. Ja, genau. Nein, jedenfalls ist echt, ich weiß es nicht. Einfach mach mal. Nein. Ich habe keine Message, die ich in die Welt raus will schicken, die ich jetzt finde, das müssen alle wissen. Wirklich nicht. Mach, was du willst. Ja, mach, was du willst, ist eben nicht so gut immer. Gewisse Sachen. So, nein, nein, behalte das lieber für dich. Reiss dich zusammen. Also mach, was du willst, ist nicht der Fatma in den Durchsack, sondern... Nein. Nein. Einfach, ja, hey, nein, ich weiß es aber wirklich nicht, weil es ist wirklich, es sind so viele Leute draußen, die irgendwie verkehrt gestrickt sind und ich wüsste gar nicht, was man denen raten kann. Also weißt du, ich kann, ja, ich glaube, es haben nicht alle so ein gesundes Lebensbewusstsein und können irgendwie so durchs Leben durchgehen, dass es einfach eben richtig ist. Oder wir können auch nicht richtig einschätzen, was ist richtig, was ist falsch. Und das ist, ja. Was ist für dich richtig und was ist für dich falsch? Wie geht da dein Kompass? Ja, eben einfach, das bedarf niemandem irgendwie sagt man dann? Das Leidwerken oder hast du einfach irgendwie ein schlechtes Willen oder einfach, hey, ich zuerst und dann lang niemand.
sondern so ein bisschen miteinander versuchen, einfach ja, das Leben aneinander vorbei auch, oder einfach nicht alles falsch, wo ich jetzt nicht cool finde. Ich meine, wenn das für andere passt, dann schön, fein. Agree to disagree, das finde ich so ein super Spruch. Ja, genau. Und ja, eben von Herzen nochmal Sachen entscheiden und nicht aus Gier und selbstsüchtig sein, das ist einfach nicht so gesund. Vielleicht ist so ein bisschen das noch etwas. Das ist so spannend, weil ich sage immer, in allen, in der Joy Academy und überall sage ich, schau zu dir, du kommst zuerst, aber nicht ich komme zuerst und dann lang nichts, sondern weißt du, das Aufopfern für andere, das nur noch mit den Zungen am Boden umeinander echt ist und dich selber vergisst, das finde ich eben... Ja? Yeah? Das ist nicht das Gleiche. Das ist eben nicht das Gleiche, genau. Aber es tönt so ähnlich. Und darum, wenn ich sage, du zuerst schaue, was du brauchst und nachher kannst, wenn du mehr Energie hast und viel Energie hast, dann kannst du anderen so viel besser schauen oder helfen, als wenn du völlig ausgelaugt bist und aufs Burnout zusteuerst. Aber eben, es ist ganz nah an dem, das ist aber egoistisch, wenn man sich so das Wichtig nimmt. Und die Grenze, das erklären, finde ich manchmal noch schwierig. Aber es fühlt, es fühlt sich einfach sehr stimmig an, aus dem Herzen eben, wenn man sich bewusst ist, wie fest man selber sich gut kann und soll schauen kann, dass man nachher kann der Welt etwas zurückgeben kann. Und nicht, es ist ja das Bildnis, weißt du, so bei den Sauerstoffmasken im Flug, ich muss auch zuerst du die anlegen, bevor du den anderen hilfst. Und du kannst nicht umgekehrt, sonst verstickst du und kannst niemandem dienen. Ja. So ein bisschen das. Aber ich weiss schon, was du meinst. Nicht eben ich und dann lang niemand und alle auf die Seite. Ich komme jetzt. Ja. Das ist es eben nicht. Nein, das ist eben auch nicht gut. Aber wenn du auftauchst, egal wo, dann geht einfach mal die Sonne auf, weil deine guten Vibes, du hast nicht ein Wort gesagt. Ich weiss, du bist nicht der grosse Plauderer jetzt bei Leuten, wo du nicht kennst, aber du musst ja gar nichts sagen. Es ist einfach wie so deine Aura. Deine... Ach, oh, jetzt wirklich? Nein, wirklich? Ja. Nein, also das ist doch ein Fakt. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Ja, gut, ja, das hat man auch schon mal jemand anders gesagt. Ja, logisch. Aber da bist du einfach also, sehr... Das ist einfach so. Ja. Schweizerische Bescheidenheit, oder das? Ja. Ja. Und da kann ich irgendwie gar nichts, ich weiß auch nicht, das ist halt einfach, gell? Das kann man nicht sich antrainieren. Ich finde auch schon, dass man das kann, aber wenn man es schon hat, ist man einfach ist einfacher, ist noch cool. Ja, ist noch cool. So. Ist noch cool, gell? Jetzt weiss ich wieder, was ich auch sagen wollte, genau, wegen der schweizerischen Bescheidenheit. Genau, und weil ich ja schon recht jung auf Amerika ab und zu bin in die Ferien. Und dort ist ja die ganze Attitude und der Lifestyle, ich weiß auch nicht, das ist einfach halt anders. Ist ja auch in Deutschland oder in Spanien oder weiß auch nicht wo, hat ja überall ein bisschen seine, wie sagen wir das, Kultur. Ja. Und wenn ich amigs von dort wieder heimgekommen bin, habe ich amigs so ein bisschen gemerkt, wie anders das es da ja ist. Und das geht amigs nicht so lang. So nach zwei Wochen bist du wieder voll im Flow da und eben bist im Tram und bist nicht reden. Genau. Oder eben, weißt du, Telefon schellen. Ich bin im Tram, ich rufe zurück. Ich meine, was ist das? Ich meine, am Anfang von der Handyzeiten von mir aus ist das vielleicht noch so ein bisschen, hat man sich ein bisschen geschämt. Ich habe keine Ahnung, was das da war, aber ich meine, mittlerweile, ich weiß auch nicht, eben ja, man darf einfach, ist alles so ein bisschen, jeder läuft mit so einem Datenschutz-Dings um. Ich weiß es nicht, was genau ist. Aber eben, ich schwimme dort auch mit. Mir geht es ja auch so. Und da habe ich ein paar Mal gedacht, wenn ich dort, die paar Mal, wo ich jetzt eben auf New York bin, mal länger bleiben wäre oder einfach bleiben wäre, dann wäre ich ein komplett anderer Mensch. Das ist schon. Also, es hat mich sehr geprägt und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich eben
das habe ich alles dürfen erleben. Aber ja, vielleicht habe ich jetzt so eine gute Mischung. Ich hoffe es. Ich glaube auch, dass das eine Bereicherung ist. Ich meine, in Japan tust du nie und nimmer im Zug telefonieren. Das nervt den Ken immer noch, dass man das da macht. Ach, ja. Oder wenn man laut ist, sowieso laut in der Öffentlichkeit, das geht nicht für ihn. Und ich finde, hör mal auf, ich kann im Fall so laut singen, wenn ich will in der Öffentlichkeit. Wenn es dich stresst, dann geh dich weg. Wirklich. Am Japan finde ich, dort tut man dem Kind beibringen, dass die Schlange kommt. Wenn man laut pfeift, dann kommt die Schlange. Frisst einem. Oder ich weiss nicht, einfach die Schlange kommt. Das ist mega schlimm. Und darum muss man ein Wiesling sein. Hey, das ist doch spannend. Ich finde, ach je, hör doch mal auf so. Pfeifen? Also wenn du jetzt einfach so gut und auf Kochen pfeifst und so. Nein, beim Kochen daheim, also da drinnen, aber auf der Straße. Auf der Straße ist man ganz anständig und ruhig und angepasst. Und das liegt mir halt nicht so, aber ich liebe Japan über alles. Und darum eben die Mischung finde ich, wenn man mehr Sachen erlebt auf der ganzen Welt, dann kann man nachher noch mehr schätzen, was man hat. Und vielleicht dann halt eben auch noch in ein anderes hingehen, wenn man ein bisschen eine andere Dosis braucht, weil die Schweiz halt so ist, wie sie ist. Wunderbar, aber sicher nicht laut und aufmüpfig. Nein, gar nicht. Japan habe ich auch noch auf der Liste, immer noch. Dann musst du noch zuerst Japanisch lernen bei mir, gell? Das weisst du ja. Dann, ja, das sowieso, dann komme ich in dein Kürzli, oder? Unbedingt, ja. Aber ja, das ist spannend, das habe ich nicht gewusst. Ja. Gut, eben, ich habe noch vieles nicht gewusst, was wahrscheinlich dort ist. Bis auf die paar Klischee-Sachen, wie es halt da ja auch ist, ja. Ja, aber eben, das ist wegen, wie sind wir auf das gekommen? Ah ja, wegen der Aura, genau. Ja. Aura und die Schweiz. Genau, ich glaube, das hilft eben schon, weil viele Leute, die umreisen, haben ein bisschen eine andere Aura, wenn ich jetzt so genau darüber nachdenke. Also wo, gut, es gibt ja die, die reisen und die anderen, die auch reisen. Das sind so wie zwei verschiedene, ja. Dir passieren einmal auf deiner Reise immer die besten Sachen und lernst die coolsten Leute kennen, weil du eben Fatma bist, oder? Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung, ja. Ja, das stimmt schon. Es ist eigentlich schon verblüffend, was da alles das Leben und die Welt mir schon irgendwie angelegt hat, wo ich nicht viel will. Ja, eben. Also du bist halt eben so fest bescheiden, aber ich meine, so wie du mit den Menschen umgehst und wie du alle behandelst, egal ob du eben schwätzisch mit oder nicht, oder ob es Angestellte sind oder weißt du, irgendwie im Flugi oder im Laden, das kommt halt zurück. Ah ja, ich glaube, ich habe recht viel Empathie. Das ist gerade gestern, habe ich ein Beispiel, ich habe recht viel so Spam-Anrufe in letzter Zeit. Und wahrscheinlich eben, ja, habe ich mal irgendjemand, die Daten werden ja verkauft und jetzt bin ich da in so einem Pool rein und dauernd läutet irgendjemand an. Zum Glück gibt es ja den Filter, oder? Und dann siehst du immer gerade, ah, okay. Und jetzt gestern, ab und zu nehme ich dann eben ab. Und gestern habe ich eben gemeint, es ist etwa so ein Telefonanbieter, den ich eben eigentlich gebraucht hätte. Und dann nachher, das ist sicher wieder David, der hat mir ja vorher auf Combox geredet. Und dann nachher nehme ich ab und dann ist natürlich prompt irgendwie jemand anders. Und meine Arbeitskollegin hat das Telefonat mitbekommen. Und ich so, ja, es ist irgendwie so um Schlüsselanhänger gegangen, wenn man den Schlüssel verliert. Und dann habe ich dem zugelassen und dann hat er irgendwie wissen, ob ich so einen habe. Ich so, ja, natürlich habe ich so einen. Nachher so, ja, eben, hat mir alles erklärt. Und dann habe ich irgendwann gefunden, nein, ich brauche das nicht. Aber ich danke ihm vielmals für das Ding. Und dann habe ich abgehängt und meine Kollegin hat mich mit so Augen angeschaut. Und hat gefragt, Fatma, du hast so viel Geduld. Sie hätte schon lange abgehängt. Ich meine, so lange haben wir nicht telefoniert. Also, aber ich habe gemerkt, er hat sein Sprüchchen auf Lager, weil das ist ja, die sind so organisiert. Und dann habe ich ihn halt einfach ausschwätzen lassen und bis er dann so weit war, dass ich dann auch sagen konnte, nein, danke, brauche ich nicht. Und das mache ich eigentlich immer so. Irgendwie, die Leute tun mir eben ein bisschen leid, weil ich meine, der macht einfach seinen Job, oder die. Und dann kann man da freundlich ja ablehnen, muss ja nicht gerade
weiss doch auch nicht, wie. Oder nein, brauche ich nicht abklemmen. Also, ich weiss nicht, das hätte ich auch nicht gern. Ich bin so. Nein, aber sehr freundlich. Nicht, nein, komm weg, sondern. Nein. Brauche ich nicht. Ade, merci. Tschüss. Danke. Genau, also. Ja, nicht zu Wort Cola. Weil dann Sprüchli anfangen, dann. Dann muss man halt ein bisschen hören. Hast du mal gesehen, es gibt so ein Skript, wo kannst umgekehrt. Ah, grüezi, wie heissen Sie? Was haben Sie für eine Haarfarbe? Weißt du, so das Anti-Skript. Und nachher bis sie auflegen. Und meine Schwester hat gefunden, mal, sie sagt bis zum Punkt 4 oder so. Und dann hat er Asshole gesagt und abgekämpft. Wirklich? Das muss ich auch führen. Das finde ich köstlich. Das ist gut. Ja. Oh, wo wohnen Sie? Oh, ja. Ich auch. Oder nein, natürlich sagen Sie einfach Podcast umführen. Ja, können wir mal ausprobieren. Hey, nein, nein. Ja. Wort für unsere Episode. Kommen wir dann ein bisschen die Sachen anders machen und auf den Kopf stellen. Hey, ja, voll. Ja. Unbedingt. Wie auch, das muss ich auch wieder ein bisschen mehr praktizieren. Da habe ich auch eine Zeit lang, als ich mit meiner Cousine noch viel unterwegs war, unsere Mantix-Türli. Da sind wir am Montag unterwegs mit dem Velo. Und dann, wie es halt so ist im Straßenverkehr, sind die meisten sehr aggressiv. Vor allem den Velofahrer gegenüber und umgekehrt. Ich fahre ja beides, es nervt mich beide. Also. Hast du so viel Empathie, habe ich gemeint? Habe ich auch. Bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn es eben so aggressive sind, wo ich einfach finde, weißt, Recht oder Unrecht ist mir im Fall eigentlich völlig egal. Es ist einfach, ich will doch niemanden umbringen. Oder bist du unsterblich? Ich meine, also, was bringt es einem, wenn man nachher irgendwie im Spital liegt und querschnittsgelähmt ist und einfach, aber ich habe Recht gehabt. Ja, Rechtsvortritt, ja, also bitte. Ich meine, klar, das, eben, ich weiß auch nicht, gewisse Leute sind einfach ein bisschen lebensmüde. Egal, jetzt bin ich abgeschweift. Vor allem, wenn so Situationen sind und eben irgendwie jemand einem dann da den Stinkefinger zeigt und, oder völlig ausrastet hinter dem Steuer und findet, hey, was sind die für Spinner? Dann habe ich eben immer, weißt du, und einfach lächeln und weiterfahren und so. Und ich meine, meine Cousine, sie ist eben eher die, die dann auch so, weißt du, und dann, es ist einfach, wir haben es immer so lustig gehabt und ich muss das eben, ich habe es wieder ein bisschen vergessen. Hey, es ist einfach so cool, weil, ja. Hey, die viele die viel Aggressivität, die es hat im Straßenverkehr, ist einfach unglaublich da in dieser Stadt. Und da kann man eben so ein bisschen dagegen wirken. Keep smiling. Yes. Yes. Danke vielmals. Es war so lustig gewesen, mit dir so. Hey, ja. So haben wir noch immer lustig mit dir. Viele Stunden geschwätzt in unserem Leben, aber so noch nie. Und das ja. Nein, gell? Ja. Jetzt könnt noch ganz viele andere auch zulassen. Genau, das hat noch niemand nie verdient. Nein. Danke tausendmal. Und, hey, ja. Wenn du dann endlich deinen Blog machst mit all deinen Sachen, dann tun wir dann das gerade sofort dazu schreiben. Ja. Ja. Das machen wir. Und wenn irgendjemand nicht wissen von der Fatma, dann kann er oder sie mir schreiben und dann kann ich das weiterleiten. Gell? Oh ja, genau. Wer weiß. Vielleicht braucht ja jemand so eine Bürste. Also, danke vielmals, Luca. Hey. Ja. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über dein Review und es wäre mega lässig von dir zu hören, was dir das Gespräch gebracht hat, was es bei dir ausgelöst hat, dass ich noch mit dir über das Thema weiter diskutieren kann. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes.